Wir sind heute Mittag gegen 16 Uhr zu einem Brand 3 Trafobrand in der Bergstraße in Blochingen alarmiert worden. Vorgefunden haben wir einen Trafobrand mit einer starken Rauchentwicklung. Die Problematik ist, dass wir warten mussten, bis die ENBW da ist, bis die Anlage oder sichergestellt haben, dass es freigeschaltet ist, dass es geerdet ist, dass wir da danach gefahrlos rankommen konnten. Dann hat es Flammen rausgeschlagen, das ist wohl ein ölgekühlter Trafo, der da gebrannt hat und dann daraufhin hat dann das ganze Öl gebrannt und da, wo die Türen aufgegangen sind, ist noch Sauerstoff mit dazukommen. Aber dann sind wir mit zwei Rohren zur Brandbekämpfung vorgegangen. Einmal mit einem Schaumrohr und einmal mit einem normalen C-Rohr und haben das Feuer dann ausgemacht. Also wir waren mit einem Löschzug mit 4 Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften vor Ort. Also bei uns in der Alarmierung gab es keinerlei Beeinträchtigungen. Die ENBW war da auch relativ fix. Die haben wohl dann gleich freigeschalten, umgeschalten, dass die Einschränkungen, die es gab, zeitlich kurz gehalten werden konnten. Jetzt ist der ENBW-Mensch zur Leitstelle nach Esslingen gefahren, holt sich da die Pläne, aktiviert einen Bautrupp und dann werden wir heute Nacht wohl in den nächsten 3-4 Stunden ein Bautrupp da sein und die Umgehung dann in Betrieb nehmen. Von unserer Seite, wir bauen jetzt zusammen und gucken, dass wir heimkommen und Sonntagabend genießen.